Ich bin mal wieder unterwegs. Heute Morgen um 8:30 pünktlich bin ich zu Hause gestartet und fahre jetzt aktuell den üblichen Weg hier bei uns an der Dünn entlang. Um 8:45 habe ich die Deutsche Bahn gebucht in Leverkusen Mitte, wo ich dann mit zunächst nach Koblenz und dort umsteigen und dann weiter nach Trier fahre. Als ich heute Morgen aus dem Haus ging, waren es 10 Grad. Dementsprechend ist es mir ein bisschen frisch um die Nase und sie läuft ein wenig. Aber da werden wir uns jetzt wohl in den kommenden Monaten dran gewöhnen müssen. Ganz bestimmt draußen. Ich hoffe nicht, dass auch drinnen in den Räumen wir uns dran gewöhnen müssen, da die Nase läuft. Naja, jedenfalls, ich freue mich. Hoffe, dass alles klappt. Meine erste Hürde ist die Treppe zum Bahnsteig rauf gleich. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Aber vielleicht habe ich ja eine helfende Hand, die meinen Drahtesel mit hochschiebt auf den Bahnsteig. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist 13.30 Uhr, ich bin in Trier angekommen und habe jetzt hier die Porta Nigra vor mir. Das wird aber auch das einzige Gebäude sein, was mir hier begegnet, da ich ja nicht so unbedingt der Fan bin von alten Steinen. Ich überquere jetzt hier zum ersten Mal die Mosel und dann geht es auf der anderen Seite weiter über Schweich immer der Mosel entlang nach Leiden. Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt auf dem Moselradweg. So stellt man sich das vor. Hier rechts ist die Mosel und jetzt geht es einige Kilometer geradeaus. Ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ich habe auch was zu erzählen. Also, in Leverkusen auf den Bahnsteig zu kommen, das war schon eine Katastrophe. Also diese schmale Rinne von 20 cm oder wie viel es war, die neben der Treppe hochgeht, da kriegte ich hier mein Bike alleine nicht hoch. Aber Gott sei Dank gibt es ja nette Mitbürger, die mir da geholfen haben, das Ding hochzuschieben. Das hatte dann schon mal geklappt. In Koblenz ging die ganze Sache eigentlich relativ ohne Probleme über die Bühne. Vom Bahnsteig runter ging eine Rolltreppe. Da musste ich mich dann festkrallen mit dem Rad. Ging es runter. Auf der anderen Seite war der Weg neben der Treppe breiter als die 20 cm, sondern das waren sicher 40 oder 50 cm. Da hatte ich dann genug Abstand und konnte das Bike also da hochschieben. Dann war ich also in dem Zug von Koblenz nach Trier. Das Lied lief auch soweit ganz zügig. Nur in Schweich, da sagte dann der Lokführer, er hätte das Goldene losgezogen.
vor ihm auf der Strecke befinden sich Kühe auf dem Gleis. Die müssten erst beiseite geräumt werden. So hatten wir 45 Minuten Aufenthalt dort. Und so kamen wir mit 45 Minuten Verspätung in Trier an. Naja. Durch Trier durch war es recht laut. Kein Fahrradweg. Und dementsprechend hatten die Fahrräder aber auch gar nichts zu sagen. Die Busse haben mich geschnitten. Einen Busfahrer habe ich an der Ampel, habe ich den mal rangeholt und habe ihm mal Bescheid gesagt. Er hat sich entschuldigt, habe ich akzeptiert. Waren wir alle wieder zufrieden. Ja, und jetzt sind wir auf dem Moselradweg. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Sieht doch gut aus. Wetter ist auch super. Es wird immer heller. Und lassen wir uns mal überraschen. Aber ich brauche jetzt dringend mal eine Tasse Kaffee. Ich hoffe, im nächsten Ort läuft mir eine Bäckerei vors Fahrrad. Na, schauen wir mal. Weiter geht's an diesem fantastischen Radweg entlang. Hier sind wir wieder an der Mosel. Bis jetzt wirklich ein wunderbarer Weg. Da vorne kommt, glaube ich, Schweich. Wenn ich da eine Tasse Kaffee finden würde, dann müsste ich doch glatt wieder einen loslassen. Ist das ein Gastanker oder ein Öltanker? Auf dem Weg nach Trier. Jetzt überquere ich zum zweiten Mal die Mosel. Jetzt geht's rüber. Nach einer leckeren Tasse Kaffee. So, was sehen meine mügenden Augen? Hier geht's los mit dem Vino. Dem Moselvino. Und da kommt blauer Himmel. Juhu. Hier sind die Träubchen. Oh, die sind noch nicht gelesen. Hier rechts ist der Weinort Longuisch und links wie gewohnt die Mosel. Und Wein, 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 soweit das Auge reicht. Upp. Kopf einziehen. Und ein Radweg nur für uns Radfahrer. Super, super. Und hier sind sie wieder, die Träubchen. Stein. Jetzt ein alter Frauenkopf. Aus dem 3. Jahrhundert nach Christus.
drüben auf der anderen Seite ist der Ort Mehring. Der Himmel wird immer blauer. Was wollen wir denn mehr? Und überall gibt es diese Weingaststuben. Hier hat wohl vor nicht allzu langer Zeit ein Gelage stattgefunden. Ja, ein Bächlein. Herrlich hier. Diese Ruhe. Auf der anderen Seite ist jetzt pöhlich. Nilgänse an der Mosel. Wie habt ihr euch denn verlaufen? Herzlich willkommen in Leiven. Ja, danke schön. Ich werde eine Nacht hier bleiben. Beim Abendspaziergang nach dem Essen will ich noch ein paar Eindrücke einfangen.